Einen wunderschönen guten Tag hier aus Berlin, aus der Luise. Und wie angekündigt, heute mein Gast Andreas Rebers. Andreas, ich grüße dich. Ich grüße zurück. Ich habe festgestellt, du bist 54 Jahre alt und Kabarettist. Ist man da jetzt Urgestein oder noch Nachwuchs? Nachdem der Georg Schramm eigentlich, bis er Neues aus der Anstalt gemacht hat, war er Nachwuchskabarettist, und dann glaube ich, bin ich jetzt auch noch Nachwuchs. Ich bin praktisch im Werden. Kennst du überhaupt so Kollegen, die sagen, schon so in früher Jugend, ich werde jetzt Kabarettist, oder ist das einfach immer nur ein Unfall in der Lebensgeschichte, wenn man Kabarettist wird? Also einen geraden Weg dahin, glaube ich, ist nur Florian Schröder gegangen. Ich glaube, der wollte das schon als Kind und hat als Kind schon Helmut Kohl imitiert. Und bei Schmiteinander. Genau, ich glaube bei Schmiteinander. Ja. Mhm. Und ansonsten die Kollegen, die ich kenne, die haben alle eine ganz umfangreiche Biografie an Berufen und Irrwegen. Und irgendwie, ich habe 3 abgeschlossene Berufsausbildungen. Und professionell Kabarett mache ich eigentlich erst seit so 10, 12 Jahren. Und andere Kollegen, also viele haben Lehramt studiert, Volker Pispers, der Dieter Nuhr, soweit ich weiß, der Barwasser ist eigentlich Journalist, eigentlich ein Kollege von dir, hat ganz viel Hörfunk gemacht. Das ist immer sehr bunt. Hildebrand war Theaterwissenschaftler, glaube ich. Mhm. Und der Josef Hader, das ist auch noch jemand, von dem ich weiß, dass er ganz früh wusste, Kabarett, also dass er Kabarett machen will. Ich lebe ja quasi in der Netzwelt. Wenn ich da durchs Netz gehe, tauchen immer wieder Videos von dir auf, die du einen Tag vorher irgendwie live in einer Sendung oder so, Nummern, die du gemacht hast, und die gehen sehr, sehr schnell rum. Woran mag das liegen? Also jetzt in der letzten Zeit werden Dinge immer wieder gepostet. Ich hatte 2-3 Mal Glück, dass ich den richtigen Riecher für eine gute Nummer hatte. Das betraf einmal die Piratenpartei in Neuss aus der Anstalt, was sehr schnell ins Netz gestellt wurde und dann doch auch recht häufig angeklickt wurde und dann also auch entsprechend diskutiert wurde. Also von Sympathisanten der Piraten und von Gegnern. Zum Teil war da in den Blogs von Rassismus die Rede, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Bei dem Christian Wulff war es einfach so, dass das Thema so hochgekocht war und viele meiner Kollegen mit sprachlichen Nummern auf dem Wulff rumgekloppt haben, was dazu geführt hat, dass eigentlich alle dasselbe gesagt haben. Und ich hatte eine gute Idee für ein Lied und habe dann ein Lied über Christian gemacht im Satiregipfel, was ziemlich eingeschlagen ist und innerhalb kürzester Zeit 50.000, 60.000 Mal angeklickt wurde. Und eine Woche später ist er auch zurückgetreten. Wahrscheinlich nicht wegen des Liedes, aber einer hat geschrieben, Höchststrafe, so besungen zu werden. Und wenn das dann jemand reinstellt ins Netz, wofür ich dann sehr dankbar bin, die ARD hatte auch nichts gegen. Das wird ja geduldet und dann kann ich nur sagen, hilft das uns allen. Du hast aber auch Probleme ein bisschen manchmal mit Dingen, die im Netz so rumlaufen. Ja. Kann man das so sagen? Das kann man sagen, ja. Ich habe immer wieder gern, ich hatte eine Nummer, die schon relativ alt ist, ich weiß gar nicht, wann das war, 2008, das war noch im Original Scheibenwischer, hatte ich mal ein Lied über Selbstmordattentäter, also in Kombination mit deutscher Volksmusik, einer Polka. Selbstmordattentäter kommen ein bisschen später. Und auch das, mittlerweile haben wir es rausgenommen, das war an die 300.000 Mal angeklickt. Und dann haben angefangen Rechte, also auch die NPD, dieses Video bei YouTube auf die eigene Homepage zu nehmen, das zu verlinken. Und so der Eindruck entstand, dass der Andreas Rebers ein Humorist ist, der für die NPD singt. Und in solchen Fällen, wenn das dann rauskommt und wenn ich das erfahre, habe ich dann Anwälte, die dafür sorgen, dass dieser Link aufgehoben wird.
und dass eine Unterlassungsklage angestrebt wird. Und wie wir es jetzt in diesem Fall gemacht haben, dass wir die Nummer aus dem Netz genommen haben. Hat sich da was verändert? Also früher hast du ja einen Auftritt gehabt und das Schlimmste, was passieren konnte, es kam in der Zeitung irgendwas oder so eine Kritik, und das Netz, das arbeitet weiter mit der Nummer. Das Netz ist schnell, das Netz vergisst nicht, und eigentlich ist man machtlos diesen Dingen gegenüber. Dann war eine andere Geschichte, was ich auch im Satiregipfel gemacht habe, dass ich an einem, als diese Koranverteilung waren, war ich an einem Bücherstand und habe dann gesagt, ihr habt ein bisschen wenig Auswahl, ihr habt nur ein Buch. Und das hatte ich dann abends auch im Satiregipfel in Verbindung mit einem selbstgeschriebenen Volkslied, dem Günther-Treffen. Und dann hat es sich so ergeben, dass auch das sofort von unseren Islamophoben benutzt wird. Weil die selbst, das muss man wissen, die haben keinen Humor. Die können keine lustigen Sachen aus so einem Thema machen. Ich schon. Und deswegen werde ich dann immer beklaut. Und das ging dann so weit, dass ich eben in München, ich besuche grundsätzlich, wenn ich Zeit habe, so Informationsstände. Ich gehe auch zur FDP, frage, ob ich einen Luftballon haben darf, oder bei der SPD in Oberhausen esse ich dann eine Bratwurst, wenn die einen Holzkohlegrill haben. Und bei der CDU frage ich, warum die keine Koteletts anbieten, wenn sie schon die CDU sind. Und das gehört mit dazu. Ich bin jemand, der mit Menschen redet, vier Augen. Und wenn mir jemand eine E-Mail schreibt und ich nicht weiß, wo die herkommt, dann geht die direkt in die Tonne. Und da ist das Netz etwas unberechenbar. Und dann, die einen posten das und dann lesen das wieder andere und ziehen das auch zu sich rüber. Und auf einmal hat man einen Wust, meine Anwältin, die hat mir dann mal die ganzen Seiten geschickt, also die ganzen die ganzen Blogs, wo auf einmal der Name Rebers und in Verbindung mit Salafismus, und mein Gott, das war eine lustige Kabarettnummer mit einem gewissen, mit einem hohen Unterhaltungswert zu einem schwierigen Thema. Das ist meine Aufgabe als Kabarett, im Kabarett, dass ich Themen aufgreife und die vielleicht andere ganz gern liegen lassen, damit die nicht ganz aus der Mitte verschwinden. Mhm. Und wenn mich jemand fragt, Herr Rebers, stimmt das, dass Sie rechts sind? Dann möchte ich an dieser Stelle sagen, nein, ich bin es nicht. Bitte, bitte, bitte glaubt mir. Ich frage mich dann immer, in was für einem Land, also wo sind wir angekommen? Also dass man, du dich da verteidigen musst. Dass ich mich da verteidigen als muss. Künstler. Ja. Es ist, wie ist es? Ist es nur mit den Salafisten so? Die letzte Folge habe ich mich unterhalten mit dem Heiner Geißler. Der hat gerade ein Buch geschrieben und macht Lesungen Safere Aude. Das heißt, er beschäftigt sich vor allem auch mit Aufklärung, nicht nur über die radikalen Muslime, sondern auch über die radikalen Christen. Ja. Und die USA sind über weite Teile ein Gottesstaat, wo die Anglikaner den Ton angeben. In was für einer Zeit leben wir, was da die Aufklärung angeht? Also ich merke ja hier, ich sag mal, das linke Lager. Man kann das ja schwer deuten. Ebenfalls bei Heiner Geißler habe ich gefragt, ob er sich vorstellen kann, ob man unterscheiden kann, ob Steinbrück jetzt in der SPD ist oder in der CDU. Und er hat gesagt, nein, das ist nur eine Erfindung der Journalisten. Wie ist das? Womit beschäftigen sich so diese guten, guten linken Menschen wie, ich sag mal, Claudia Roth oder so? Oder die beschäftigen sich vor allem mit dem Selbsterhalt ihrer Zunft und mit dem Selbsterhalt ihrer Ideologie. Das heißt, also viele Themen der Grünen haben sich komplett eigentlich von selber erledigt. Erste Beispiel, der Atomausstieg. Jetzt sagen wir, sind ausgestiegen, wir haben das Problem nicht mehr. Wir haben das Problem. Es ist einfach noch genauso da, wie, ob so ein Ding nun läuft oder nicht. Die Dinger stehen da, wir haben den Müll. Und wir haben das Problem jetzt mit diesen Windparks, also wenn die Stromtrassen bauen wollen. Nicht? Es sind genau dieselben Leute, die Grünen wählen, die eben halt diese Stromtrassen nicht haben wollen. Also, verlogen. Die Renate Künast
wurde gefragt von einem Printmedium, ich weiß nicht, ob es, ich glaube, es war eine Frankfurter Allgemeine, sage ich jetzt mal. Sie wurde gefragt, welche Wähler wollen Sie ansprechen, Frau Künast? Und da sagt Tante Renate, uns geht es um Menschen mit liberalen politischen Vorstellungen und bürgerlichen Werten. Genau dasselbe sagt Fipsi Rösler, dasselbe sagt Steinbrück, dasselbe, und sie sind für Frieden. Und da sind alle für. Das sind alles Allgemeinplätze, mit denen Realpolitik überhaupt nichts zu tun hat. Aber diese Allgemeinplätze mit dieser Sonnenblume, das ist das, was die Grünen aufrechterhalten, weil das ist ein Verkaufsmodell. Das ist auch ein Erfolgsmodell. Deswegen haben die so viele Stimmen. Aber die Grünen sind eine Ein-Generationen-Partei. Und wenn ich ganz böse bin, sind das Moralschmarotzer. Sie predigen von morgens bis abends nur ein schlechtes Gewissen ist ein gutes Gewissen. Ich nenne drei Begriffe immer und bitte um drei Kurzassoziationen. Erster Begriff, Macht. Für dich. Nichts für mich. Macht ist gefährlich. Macht ist gefährlich. Ich merke ja zum Beispiel, wenn ich auf der Bühne bin und ich kann, glaube ich, meinen Beruf ganz gut und ich habe ein gutes Timing und ich kann eine Stimmung herstellen. Ich bin in der Lage, Wut herzustellen im Publikum. Das kann ich. Da ist an mich einfach auch so der Appell gerichtet, pass auf solche Dinge auf. Ich möchte ein Publikum nicht korrumpieren, ich möchte es in erster Linie unterhalten, aber gerade wenn es eben halt um Stimmung geht, es ist genauso, wenn Leute sagen, wir wollen Volksentscheide. Wenn man einen Volksentscheid über die Todesstrafe herbeiführen will und man hätte vorher sowas wie Vergewaltigung, Kindermord, Missbrauch, und Todesstrafe für Kinderschänder, haben die Rechten ganz oft hinten drauf, Todesstrafe für Kinderschänder. Wenn das in einer aufgeheizten Stimmung geschieht, könnte ich mir vorstellen, dass viele Leute, die sonst sagen würden, nee, wir wollen das nicht, die sagen doch, wir brauchen das. Zweiter Begriff, Familie. Familie, eigentlich das Wichtigste, was es gibt. Ne? Ohne Familie geht es nicht weiter. Wenn man keine Familie hat, enden Linien, also auch Lebenslinien. Ich sehe meine Lebenslinie nicht nur als meine individuelle, sondern ich komme ja irgendwo her. Ich komme aus meiner Familie, aus meinem Elternhaus. Und ich habe selbst bin verheiratet und wir haben zwei Kinder. Und irgendwie gehen diese Linien weiter. Und das bedeutet mir ganz viel. Dritter und letzter Begriff, Wühlmäuse. Wühlmäuse. Das ist das Berliner Kabaretttheater, in dem ich jetzt seit vielen Jahren spiele. Ein ganz toll geführtes Haus mit einem fantastischen Spielplan, super Technik, also Chapeau. Ich danke dir, lieber Andreas, für dieses Gespräch und ich bin davon überzeugt, dass wir uns wiedersehen werden. Ich hoffe, du hast auch Lust drauf. Ja. Sind wir schon fertig? Wir sind schon fertig. Habe ich alles richtig gemacht? Alles richtig gemacht. Ja? Du bist jetzt ein Islamistenrechter, irgendwas bestimmt in einigen Blogs danach wieder. Meinst du? Ich glaube nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Also ich sage es mal mit Mielke, ich liebe euch doch alle. Okay, das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke dir und ich danke euch, meinen lieben Abonnenten. Und beim nächsten Mal gibt es wieder den Kollegen Matthias Tretter. Das Internet vergisst nicht nur nie, verschluckt, sondern auch manchmal Dinge. Und deswegen nochmal das Interview mit Matthias Tretter. Und bis zum nächsten Mal. Matthias Tretter möchte nicht dein Freund sein.